Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar geht es heute um die grausame Wahrheit über das iPhone 4, über die Empfangsprobleme. Ihr habt mir ja Löcher in den Bauch gefragt, ob ich die Empfangsprobleme habe oder nicht. Und ich muss natürlich ehrlich zu euch sein, es ist nicht so schlimm wie in den USA unter AT&T, aber auch hier in Deutschland unter T-Mobile kommen die Empfangsprobleme auf jeden Fall vor. Und man kann sie genauso hervorrufen mit demselben Griff wie woanders auch. Also das ist definitiv ein Hardwarefehler und lässt sich auch nicht mit einem schlechteren oder besseren Netz entschuldigen. Trotzdem muss man sagen, dass die Probleme hier nicht ganz so stark auftreten im Alltag, da das Netz halt schon besser ist. Auf jeden Fall will ich euch mal den Vergleich zeigen zwischen dem iPhone 4 und dem 3GS, wobei ich auf dem 3GS sagen muss, dass ich da meine Basekarte drin habe, wo ja schon ein schlechteres Netz als bei T-Mobile zu erkennen ist. Auch ohne irgendwelche Griffe, wie es vielleicht einige von euch auch wissen. Und auf jeden Fall fange ich jetzt mal an. Ich muss nur gerade ein bisschen Platz machen. So. Hier haben wir das iPhone 4. Momentan voller Empfang. Ich halte es so fest. Und ja, ich würde sagen, ich fange mal an mit dem Griff. Und zwar halte ich es jetzt so fest. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Momentan relativ wenig. Jetzt haben wir den ersten Balken weg. Den zweiten. Den dritten. Und wir warten. Es dauert immer ein bisschen, bis der zweite Balken auch verschwindet. Manchmal verschwindet er auch gar nicht. Aber jetzt. Ja, man kann leider deutlich erkennen, dass der Empfang komplett weg ist. Mit dem bekannten Griff ist er weg. Wie gesagt, so halte ich mein iPhone wirklich nie fest. Also, wenn man es jetzt loslässt und so irgendwie festhält und telefoniert, dann passiert es einfach nicht. Der Empfang müsste jetzt auch eigentlich sofort wiederkommen. Ja, da ist er wieder. Voller Empfang unter T-Mobile. Und das ist halt, was man eigentlich auch davon kennt. Wie gesagt, das ist keine Entschuldigung dafür. Apple hat ja jetzt die kostenlosen Bumper angekündigt und die werden wohl, ja, ich denke mal, spätestens morgen auf der Seite zu bestellen sein. Man weiß noch nicht genau, wie das ablaufen wird. Ich denke mal, dass man das irgendwie über die Seriennummer klären werden muss. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ihr die Seite schon gesehen habt. Apple hat ja auch ein paar andere Hersteller mit reingezogen und gezeigt, dass auch diese die Probleme haben. Ich versuche es mal drauf zu kriegen. Den Link dazu werde ich euch auch nochmal gleich hier reinposten. Und zwar ist das die Seite, wo halt Apple die Vergleiche macht zwischen anderen Smartphones und denselben Griff anwendet, um die Verbindung halt zu erniedrigen. Unter anderem von BlackBerry, HTC, Samsung und auch das 3GS nochmal mit einbringen. Und das werde ich jetzt auch nochmal machen. Wenn wir die Kamera ein bisschen umstellen, damit wir ein bisschen Platz haben. So. Der Base werde ich jetzt auch wahrscheinlich keinen vollen Empfang haben. Das ist Base. Ich habe auch jetzt schon keinen Empfang. Ich muss es nicht mal festhalten. Ich habe einfach keinen Empfang. Das ist natürlich jetzt doof, um das irgendwie zu vergleichen. Ja, aber da kann ich jetzt leider nichts dran ändern. Ich habe keine andere T-Mobile-Karte mehr hier und auch keinen Adapter, wo ich es jetzt reintun könnte, um ja, die Karte im 3GS zu testen. Jetzt haben wir ein paar Balken. Und ich versuche sie einfach mal wieder wegzumachen mit dem gleichen Griff. Dann gucken wir mal, was passiert. Ja, schwupps. Weg ist er. Naja. Also es funktioniert auch hier. Ich habe es auch bei vollem Empfang getestet unter Base. So schlecht ist Base ja gar nicht. Ich bin eigentlich super zufrieden. An dem schlechten Netz kann E-Plus ja auch nicht wirklich alleine was.
Mehr gibt es halt von der Telekom nicht. Oh, jetzt habe ich sogar gar kein Netz mehr. Doch, da ist es wieder. Ja, ist so ein ganz gutes Beispiel. Auf jeden Fall. Ja, was kann man dagegen machen? Höhen einsetzen. Entweder ein Bumper oder beim 3GS. Irgendwie hier so eine Hülle. Ist auch eigentlich ganz gut. Hilft auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, dass, das hört sich jetzt zwar schwachsinnig an, aber mit diesem In-Case habe ich noch schlechteren Empfang und der Akkuverbrauch geht irgendwie, also der Akku wird schneller aufgebraucht. Warum, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall ist es so. Naja, wie auch immer. Kostenlose Bumper von Apple. Ab, ja, morgen ist Freitag. Ich denke mal, das ist morgen, also sie meinten Ende der Woche, dann wird es ja wohl spätestens morgen auf der Seite irgendwie zu sehen sein. Und ansonsten war es das auch erstmal zum iPhone. Ich habe jetzt keine weiteren Videos dazu geplant. Es werden natürlich noch viele andere Videos folgen. Also, wer jetzt gedacht hat, ich mache einen puren Channel über iPhones, nee. Es gibt auch andere Tech-Sachen. Immerhin heißt der Channel auch Alexeys Tech. Und da werden noch einige Sachen kommen. Viele haben mich auch nach meiner Kamera gefragt, mit der ich jetzt gerade aufnehme. Und ja, die wird dann demnächst folgen. Ich denke mal, nächste Woche wird es da ein Review zu geben. Und ja, wie gesagt, wenn euch meine Videos gefallen, dann würde es mich freuen, wenn ihr mich abonniert und oder als Freund hinzufügt. Es wird noch sehr, sehr viel kommen. Der Channel ist richtig gut angelaufen, das freut mich auch. Und ich muss mich auch bedanken, wirklich an alle Abonnenten. Es fliegt gerade ein Flugzeug über mein Dach. Ja, auf jeden Fall wird noch viel kommen. Und dann würde ich sagen, bis demnächst. Macht's gut.